Hallo meine lieben Juris, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam Rot. Beim letzten Mal haben wir das Nordwindfeld betreten. Wir sind schon ein bisschen vorangekommen und mir fällt gerade erst ein, wie ätzend dieser Dungeon nochmal war. Man musste die... Ach ja, genau. Deswegen. Wir wechseln nochmal wieder auf Zora. So. Ich habe mir für diese Folge sogar wieder was überlegt, worüber ich reden könnte. Weil... Für mich ist das schon relativ interessant, dieses Thema. Und zwar möchte ich... Auch den Radar-Orb kann ich mal benutzen. Genau, ich möchte über diesen Radar-Orb reden. Nee, sondern über meine dumme Kindheit. Nee, ich habe mich in den letzten paar Folgen... Fick dich. Ich habe mich in den letzten paar Folgen darüber geäußert, wie ätzend meine Kindheit doch war. Meine Kindheit war nicht nur ätzend, sondern sie war auch dumm. Ich habe eine Menge dumme Sachen gemacht. Das Beste, woran ich mich erinnern konnte, also noch kann, ich habe mit meinem Dad diskutiert. Mein Dad ist... Ich habe in der letzten Folge über diesen Workaholic geredet. So, und mein Dad ist so ein Workaholic. Er ist vielleicht... Also jeder Mensch hat zwei Macken, er ist ein Perfektionist. Oh Gott. Ach gut, es regnet, deswegen explodiert die nicht. Okay. Mein Dad ist streng. Ja, so könnte man das am besten erklären. Ich will mal kurz gucken, was das hier macht. Und da kommt schon das nächste Inikoro angerannt. Will uns ins Gesicht boxen. Ein Item zum Tragen. Findet, dass der Anwender von Items, die nach ihm geworfen werden, getroffen wird. Sie prallen an ihm ab. Ach so. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Und zwar gehen wir mal hier hin. So, komm mal hier hin. Also mein Dad ist so ein typischer Workaholic. Der kommt und steht morgens auf, trinkt sich einen Kaffee. Zeitung liest er mittlerweile nicht mehr. Kraftbahn funktioniert nicht mehr, verdammt. Naja, egal. Liest seine Zeitung, bringt meinen Bruder noch zum Bahnhof und ist dann weg. Er ist an der Arbeit. Er ist bis spät abends am Arbeiten. Verdient relativ gut Geld, so wie ich das... So habe ich das Gefühl mindestens. Weil so in jeder Familie gibt es ja halt einen Buhmann und bei mir war ich das immer. Ich war immer sozusagen der schlechte große Bruder. Und die Stöcke nehme ich noch mit. Und für jeden Scheiß, den mein Bruder gemacht hat, war ich halt verantwortlich, weil ich der Ältere war. Würde ich bei meinen Kindern vielleicht nicht so machen, allerdings habe ich noch keine Kinder. Vielleicht würde ich es ja genauso machen. Gehen Sie mal bitte. Können Sie mal bitte aufhören, junge Dame. So, mach das mal bei dem da. So, kriegst du alles ab. So, du einmal weg hier. Okay, dann doch nicht. Was ist das? Och, komm schon. So langsam nervt ihr. Und halt, mein Bruder hat alles jetzt wirklich in den Arsch geschoben bekommen. Ich weiß nicht, ob er das selber bezahlt hat. Wenn er selber bezahlt hat, dann frage ich mich, von welchem Geld. Der hat einen relativ guten PC, hat eine relativ gute Gaming-Ecke. Woher er das hat, alles weiß ich nicht. Weißt du was, du kannst mir einen Bock... What the fuck? Schaden. Woher er das Geld hat, weiß ich nicht. Da ist ein Slimog. Das kann mal rankommen. So, wir haben dem Slimog mal auf die Nase. So, das war das Slimog. Da muss ich mich gerade nochmal überlegen, wie ich das am besten mache. Oh, das war dumm. Weg mit dir, Botogel. Und, naja. Das, was halt ein großer Bruder eben so alles ertragen muss. Und wir hatten... Dankeschön für die Heilung. Deswegen hasse ich Geschenk. Mein Bruder... What the fuck? Was war das bitte? Wie gesagt, mein Bruder hat eine Menge von meinem Dad bekommen und ich habe dafür umso mehr Anschiss bekommen. Und Lebensmittel, was ist... Noch ein Apfel. Verkackte Scheiße, Alter. Mir fehlen gerade die Worte.
So, du gibst dem mal das. So. Jetzt hast du mal ein neues. Ist das ein Gerogbrock? Ja, das sind normale Gerogbrocks nur. Jedenfalls war mein Bruder immer irgendwie ein bisschen bevorzugt. Und naja, mein Dad und ich hatten einmal einen sehr lustigen Streit. Von wegen, dass ich ihn angelogen hätte. Naja, ich hab, so die genaue Geschichte weiß ich gar nicht mehr. Wow. Kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, das ist Jahre her. Jedenfalls ging es dann mit dir, habe ich, ging es darum, dass ich ihn angelogen habe, was ich aber nicht habe, und er meint halt doch und naja, egal. Und dann meinte ich zu ihm, du hast mich genauso oft angelogen wie ich dich. Er fragt mich dann, mit was habe ich dich denn angelogen? Und ich habe den Spruch gebracht, der Weihnachtsmann. Du hast mir erzählt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Wir hatten uns fast die Nase blutig geboxt. Okay, so wollte ich das jetzt nicht nennen. Jedenfalls hatten wir uns ziemlich in die Haare und ich komme mit dem Spruch an, du hast mir erzählt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Schäme ich mich heute noch für. Jetzt müssen wir ein bisschen auf Shade aufpassen. Okay, so. Kraftreserve, nö. Ich bin so leicht am Arsch. Und ich renne jede Wette in der Sackgasse. Ja. Wie kriege ich dich jetzt am besten hin? Hörst du das mal? Ups. Lief nicht ganz nach Plan. Naja, probieren wir das Nordwindfeld einmal ein andermal. Vielleicht in der nächsten Folge. Wir sind bei 6 Minuten. Lief nicht so gut. Makuhita Dojo, lesen. Nenne die Typen im Makuhita Dojo. Ja, im Makuhita Dojo kannst du den Einfluss der Typen auf die Kämpfe studieren, weil die Trainingsräume im Dojo getrennt sind. Im Feuertraining zum Beispiel gibt es noch Feuer-Pokémon. Entdecke hier, welche Attacken am wirkungsvollsten sind. Wasserattacken? Ah, das ärgert mich gerade. Was habe ich noch? Habe ich die. Oh Gott, ich habe Surfer noch behalten. Das ist gut. Dann sehe ich ein kleines Problem. Ich merke gerade, dass meine Maus im Bild ist, aber das solltet ihr hoffentlich nicht sehen. Ah. Weg, weg, weg. Die Stöcke hätte ich gerne weiterhin behalten. Und den Fliorb. Einmal alles wegräumen. War nicht so gut. Lief gar nicht gut. Wir lagern mal unseren restlichen Schranz ein, den wir nicht haben. Na, gucken wir mal an der Pinnwand. Auf jeden Fall ist meine Maus im Bild und ihr seht die nicht. Meine Eskorte im Sturmmeer. Im Erdrang. Ja, das ist ätzend. Was können wir denn machen? Haben wir denn noch irgendwas offen, was wir machen können? Stimmt, wir können ja mal die anderen Ebenen erkunden, also die anderen Dungeons erkunden. Wen möchte ich denn besuchen? Wir nehmen mal Hephaestus. Hallo, Hephaestus. So. Du wirst jetzt mal der Anführer. Yes. Wir sind Lavados. Swoosh, swoosh. Das war dumm. Denn ich will ohne mich dahin. Ah. Hallo, hallo ich. Warte du mal hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen der Dungeon hat. Naja, egal. Wir rüsten uns mal kurz ein bisschen aus. Was hast du so für Attacken? Attacken, Flügelschlag, Blutausdauer, Flammenwurf. Was kannst du denn nochmal lernen? Dafür gehen wir zu Schlupp-Uck. Ich fand den Namen mal danach damals so cool. Schlupp-Uck. Na, ich habe ihn nicht Schlupp-Uck genannt, sondern Schlupp-Uck. Ah. Feuerwirbel oder Agilität? Haben wir nicht noch was im Lager? Was wir dir beibringen können, Hephaestus? Ah, niemand. So, dann können wir uns direkt auch mal ein bisschen eindecken. Und zwar mit Stöckern, einem Apfel, einem Spezialband, vielleicht ein Riesenapfel, Top-Elixier, Sinelbeere, Feuersturm. Ich glaube nicht, dass du Psychokinese lernen kannst. Oh. Oh, und das auch nochmal. Ja, danke schön, das reicht.
Naja, ein Feuersturm ist immer gut. So als Finisher. Bricht. Ja. Die Wetter sind relativ kacke. Kriegst das Spezialband einmal von mir. So. Naja, kann man so lassen. Vielleicht bin ich gerade im falschen Dungeon. Weites Meer, Kaskadenteich, fernes Meer. Recht wäschrig. Kaskadenteich. Gucken wir einfach mal vorbei. Durch die Nadeln. Da ist der Kaskadenteich. Muss dein Partner Kaskade kennen und lachst du Himmel. Auch deswegen heißt der Kaskadenteich. Weites Meer. Wo ist das weite Meer? Auch gut. Was kann ich dann machen? Was kann ich dann machen? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Sturm, Nordkette. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Ich dachte, ich kann einfach mal einen Dungeon für zwischendurch machen. Machen wir aber die zwei Quests an der Pinnwand, die Riesenschlucht. Die quetsche ich hier einfach in den Part noch rein. Die beiden. So, damit wir jetzt etwas für diese Folge noch zu tun haben. Und ich werde einfach mal in der nächsten Folge, also für die nächste Folge werde ich nämlich nochmal in das Nordwindfeld vorwagen. Und mal gucken, was ich da machen kann. So, Riesenschlucht. So, da wir jetzt ein bisschen überziehen, weil ich kläglich versagt habe, wenn der Part euch bis hierhin gefallen hat, na, also ich denke mal, ja, wenn ihr das jetzt hört, ne, müsst ihr irgendwie mir zuhören können. Wenn der Part euch bis hierhin gefallen hat, dann hinterlasst mir doch mal eine kleine Bewertung. Würde mich freuen. Und zwar, wenn der Part euch gefallen ist, natürlich ein Däumchen nach oben. Wenn der Part euch nicht gefallen hat, ein Däumchen nach unten. Aber bitte sagt mir dann, was ich verbessern könnte. So. Das könnte für Attacken gelernt werden. Weil das würde mir halt wirklich bei meiner Arbeit ein bisschen helfen. So, Ausdauer weg. Feuersturm weg. Flügelschlag ausrüsten. Kein Problem. Seht euch einfach mal an, wie riesig Lavados ist. Piep. Oh, kann man so lassen. Weil, so, wenn ich ein bisschen von euch Unterstützung kriege, dann können meine Videos auch besser werden. Und ich denke mal, gute Videos interessieren euch auch. Und dann kann ich besseren Content liefern. Es ist gerade momentan so warm. Es hat gerade gewittert bei mir und dieses Sommergewitter ist einfach ätzend, weil es ist dann immer so arschwarm danach. Komm, geh mal weg hier. Yeah, Flammenwurf. Putz. Auf jeden Fall ist es kotzen heiß. Und könnt ihr mal irgendwie mir mal erzählen, wie oft ich auf jeden Fall sage? Nein, ich will kein Funpi. Funpi sind... Ich mochte mal Funpi, aber dann habe ich seine Weiterentwicklung gesehen und ich fand's hässlich. Gehen Sie mal bitte. Oh nein, Einigler, was soll ich nur tun? Ich hoffe mal, hier finde ich wenigstens ein paar Belebersamen. Natürlich nicht. Aber eine Sinelbeere, okay. Die hätte ich wohl... Ich muss gerade überlegen, ob ich die mitnehme, aber Sinelbeeren kann man immer gebrauchen. Flammenwurf. Das wird schön Schaden geben. Ja, 432. Kann man lassen. So, damit man es nochmal sieht. Feuersturm. Ja, Feuersturm tut weh. Warum benutze ich eigentlich nie meinen Flügelschlag? Nee, egal. Und ich sitze hier gerade. Links neben mir liegt ein komplett nasses Handtuch. Das Ding ist schon mittlerweile aufgewärmt. Auf meinen Schultern habe ich noch ein Handtuch. Ich bin bis auf die Haut durchnässt. Und es wird langsam warm und es ist richtig eklig. Was bist du, eine Sinelbeere? Ja, die nehme ich mal mit. Auf jeden Fall ist es arschwarm. Ich habe hier mittlerweile schon meine Flasche Wasser, also mein gutes Mineralwasser, habe ich schon gegen Leitungswasser ausgetauscht. Ich habe mir jetzt einfach eine leere Flasche davon genommen und da Leitungswasser reingekippt. Weil einfach diese Hitze mit
Sprudel und ach, das kann man nicht trinken. Dann kriege ich, nee, da kriege ich Herpes. Warum mache ich jetzt Feuersturm? Ach, deswegen. Einfach um zu zeigen, was für einen Schaden Lavados hat. Doch Schaden. Na egal. Oh, Kapilz bitte. Kramox. Na, jetzt zeige ich euch mal den Flügelschlag. Hui. Oh Gott. Stimmt ja, vierfach Schwäche. Käferkampf, genau. Muss ich gerade wirklich was eins bei meiner Lieblings-Pokémon, was das für ein Typ ist? Ach du Himmel. Ah, ich sollte mich verschämen. So langsam könnte man in die nächste Zielebene kommen. Normalerweise wäre der Part jetzt vorbei, aber würde ich nicht mit mir. Dann würde ich heute Nacht nicht schlafen können. Kann ich sowieso nicht bei dem Wetter. Dieser Sommer, Sommer 2015 ist. Ach. Hattet ihr schon solche Tage, wo es einfach richtig zu kotzen warm ist? Es gab vor einem Monat oder so, gab es einmal dieses Hochdruckgebiet. Hast ja einen Anfall gekriegt. Also, ich habe mich irgendwo im Keller versteckt am liebsten, aber nein, ich musste aufnehmen. Deswegen habe ich so eine Phobie mittlerweile gegen den Sommer. Ich kann den allgemeinen Sommer nicht leiden. Weil es ist einfach warm, man schwitzt und Schweiß stinkt nach einer Zeit und alles und ach. Das muss nicht sein. Da ist übrigens unser. Nee. Noctur ist nicht unser Klient. Du bist es nicht. Deswegen musst du besiegt werden. Was haben wir hier? Spezialband. Schön. Ein Kraftband wäre aber mal lustig. Komm, geh mal weg. Hier ist der Garaborn. Garaborn! Ach, da ist das. Da ist unser Klient. Ey, du. Yes. Wie gesagt, ich kann den Sommer absolut nicht leiden, weil klebrig und manche Leute denken sich, im Sommer können sie sich alles erlauben. Ich habe jetzt nichts gegen dicke Leute, ne? So ist es ja nicht, ne? Weil, keine Ahnung, mein Bruder ist auch dick. Nein, Spaß. Tim, wenn du das siehst, nein. Obwohl wird er, glaube ich, eh nicht. Ich hasse meine Familie, alles ist so scheiße. Jedenfalls, ja, ich bin jetzt von auf jeden Fall zu jedenfalls gewechselt. Ich mag den Sommer nicht. Ich mag den Winter nicht. Es ist kalt. Man wird schnell krank. Und hier geht's nicht lang. War gute Überleitung. Sollte ich öfter machen. Und alles ist einfach. Der Winter ist kalt, man wird krank und es ist kalt, schneit und man muss Schnee schippen und der Frühling, den mag ich auch nicht, weil einfach alles ist am Blühen und ich bin Allergiker. Ich habe Heuschnupfen und ich werde schon voraussagen können, dass also ich werde diesen Kanal auf jeden Fall länger als bis zum Frühling haben. Dass ich im Frühling definitiv leiden werde. Und ihr werdet mich im Frühling nur noch erleben, wie ich mich beschwere. Mehr als jetzt. Ah. Wann ist die nächste Zielebene bitte dran? Auf 12, auch so. Wenn es sonst nichts ist. Und dieser Frühling ist einfach so, alle denken, ach, der Sommer bricht bald an. Und da krieg ich Anfälle, wenn ich sowas erlebe. Ja, alles ist so schön und so bunt und boah. Da möchte ich am liebsten einmal mich vergessen und, keine Ahnung, im Kreis springen und weinen. Ja, komm, jaul du mich mal an. Ich jaule auch gerade. Jetzt kommt der Herbst, ne? Der Herbst bleibt noch übrig und den Herbst hasse ich auch. Ich hasse ihn nicht so sehr wie die anderen Jahreszeiten, das muss ich zugeben, aber ich hasse ihn trotzdem. Weil alles ist verregnet und nass und man muss Laub fegen und alles. Willst du zum Beispiel nicht verstehen können? Bei meiner Vermieterin ist eine sehr besondere Person. Wie gesagt, ich arbeite ja bei einer Spielefirma und sie denkt bis heute, weil ich morgens nicht zur Arbeit fahre, dass ich arbeitslos bin. Ja, Dankeschön nochmal. Aber
Jetzt kommt's. Sie will jedes Jahr, dass ich ihr verdammtes Laub da wegfege. Diesen Baum, ich gucke ihn nicht einmal an. Sie zwingt mich dazu, ihn immer wieder anzugucken. Weil sie mich immer wieder daran erinnert. Jean, wirst du im Herbst sauber machen und du wirst die ganzen Blätter wegräumen. Zeigt mir mal mit dem Finger so drauf. Boah. Warum macht man das? Warum hat man dann Bäume? Okay, ich lebe auf dem Land, klar. Aber... Und selbst wenn, ne, so, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ne, sie meinte mal, es gibt so ein Gesetz, dass man vor seiner Straße fegen muss, also Laub fegen muss und sowas. Warum hat die dann den Baum da stehen? Sind Menschen zu blöd aufzupassen? Also, dieses Gesetz soll angeblich sein, damit Leute nicht auch ausrutschen auf diesen nassen Blättern und sich dann irgendwo hinlegen. So, warum? Sind Menschen zu blöd, irgendwo lang zu gehen? Wenn ich mich irgendwo hinlege, wenn ich ausrutsche, ne, es gab einmal so einen schönen Moment. Meine zwei besten Freundinnen und ich, wir waren unterwegs, ne, und wir mussten ein Taxi schnell kriegen. Das ist ein paar Jahre her. Und wir sind so einen nassen Berg runtergerannt. Ich sag zu den beiden, passt auf, dass ihr hier nicht hinlegt. Und ich hab mich als Erster auf die Nase gelegt. War meine eigene Schuld. Kann ich ja jetzt für jemanden verklagen? Nein. Das ist einfach, nee. Vielen Dank für die Rettung. Hier ist die Belohnung. Ja, Blaugummi bringt mir auch gar nichts. Rotgummi, ja, okay, ich krieg den ganzen Regenbogen. Und mein Stuhl geht schon wieder ellenweit runter. Aber das war's auch für diese Folge mit Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam Rot. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir noch eine kleine Bewertung. Und bis zum nächsten Mal.